Ah, gleich bin ich geliefert. Nicht wieder aufpassen. Ah! Ich muss da weg. Ich muss da weg. Ich muss da weg. Breaking News! Was ist passiert? Ein riesiges radioaktives Ei wurde gefunden in der Nähe des Mount Tide. Dieser Fund geht einher mit den Erdbeben und unterirdischen Eruptionen der letzten Tage. Die Wissenschaftler versuchen noch herauszufinden, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Ei und den Erdbeben. Aber in der Zwischenzeit haben die Menschen Sorge wegen der Legende von Garudan und Guayuta. Wir werden uns weiterhin melden zu diesem Thema. Ja, Garudan auf der Ouya, willkommen. Einen wunderschönen guten was auch immer. Wir spielen Garudan. Ein Spiel von Loco Malito. Loco Malito hat uns auch Maldita Castilla kredenzt. Ein sehr, sehr schöner Ghosts and Goblins-Klon. Und mal gucken, was das hier ist. Was passiert hier? Das Ei. Ich bin das Ei. Ich kann es rollen. Na, ich kann es auch springen lassen. Also ein bisschen platt hier. Ah, ich werde geboren. Ich werde geboren. Destruction 100%. So muss es sein. Okay. Ich werde geboren, ich wachse und ich bin sauer. Oder? Ich bin sauer. Ja, The Rage of Garudan. Ich bin sauer. Die Wut des Garudan. Der Zorn. Was kann ich denn? Ich kann schießen. Ich kann in verschiedene Richtungen schießen mit einem anderen Button. Mal gucken. Ein bisschen aufpassen. Was muss ich hier überhaupt machen? Meine Aufgabe ist Zerstörung. Schließlich bin ich böse und zornig. Okay, hab ich. Das ist so ein klassisches Arcade-Spielchen. Ja. Ah, Mensch. Scheiße. Irgendwie tick ich das mit der Steuerung nicht so ganz hier mit dem Schuss. Aber es ist auf jeden Fall super schön gemacht. Also da gibt es ja schon mal nichts. Nein, gehen wir mal. Komm, wir fliegen einfach mal so weiter und gucken, was wir da anrichten können. Okay, allzu groß sind die Level nicht. Menno! Round clear! Okay, Glück gehabt. 52% war jetzt aber nicht die Welt. Chapter 3. The Army... 3. The Army Strikes Back. Okay. Ey, Alter! Das war ja heftig. Wie nur ein Leben. Echt jetzt? Boah, Kacke. Das Feuer. Lass mal sehen. Ich muss echt wieder von vorne anfangen. Ach, Menno. Naja, gut. Wie ihr wollt. Ihr wollt Destruction? Ihr kriegt Destruction. Kann ich das beschleunigen? Nein, kann ich
kann ich nicht. Na gut, Nexa. Mensch auf Garudan. Warum bin ich eigentlich so sauer? Na gut, okay, ist egal. Ist das so ein Spiel, wo man nicht fragt? Ah, Menno. Es ist... Ah. Meinen Schuss nachweisen. Ah, kaum treffe ich einen, renne ich auch in seinen Schuss rein. Den schickt er mir noch hinterher, so zum Schluss. Oh, Power. Power ist gut. Ja. So, die Rache ist mein. Das Ausweichen ist eigentlich lustig, nächste. Ja. Ja, also das ist ein schönes arcadiges, wie soll man es nennen? Es ist auf jeden Fall Freeware, es kostet nichts. Was ist das? Oh, Power. Power ist gut. 74% Destruction ist schon besser als vorhin. Ich komme langsam rein. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, so richtig. Ich habe es nur beim Tourmaniac mal gesehen. Damals war ich ein bisschen... Naja, nicht böse, ja, kann ja nichts dafür. Aber ich hatte es auf meinem Zettel, dass ich es machen wollte. Und er kam mir halt so vor. Aber jetzt ist genug Gras über die Sache gewachsen. Ja, ich find's halt doof, wenn, ich sag mal, befreundete Kanäle relativ mit kurzem Abstand dasselbe bringen. Ist doch doof. Wow. Boah. Jetzt machen sie mich echt platt hier, ne? Gibt's hier noch? Oh, das ist zeitlich begrenzt. Das ist natürlich schade. Gehen wir hier rüber und so weitermachen. Das ist gut. 75%. Nicht schlecht. Ich mach mich. Eine Spur der Zerstörung und Verwüstung. Zieh ich hinter mir her. Okay. Was gibt's hier? Oh nein. Was ja, das ist ja überhaupt nicht schön, ja. Also der Powerstand erneuert sich ja gar nicht, obwohl man ein neues Level hat. Ah, gleich bin ich geliefert und hier aufpassen. Ah! Ich muss da weg. Oh, verdammt. Highscore, ja super. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass man... ...dass man eben nur ein Leben hat und dass man immer wieder von vorne anfangen muss. Aber auf der anderen Seite steht halt, dass es doch sehr abwechslungsreich ist. Ja? Also dieser Story-Mode ist ja ziemlich witzig irgendwie. Ne?
Okay. Und für die Ungeduldigen unter euch, nein, man kann die Sachen nicht mit Button überspringen. Es geht nicht schneller. Egal. Ich versuch's noch einmal. Mal gucken, wie weit ich komme. Und dann ist das Video auch schon lange genug. Puerto del Rosario. Bam, bam. Ist das eigentlich nur Punkte oder hat das eigentlich auch noch eine andere Wahrnehmung? Also es ist richtig schön 16-bittig. Ich mag das Spiel. Ja, es gefällt mir vom Style. Die Steuerung ist ein bisschen schwer und ich finde das ziemlich unfair mit nur... Mit nur einem Leben. Aber sonst... gibt's ja nichts zu meckern. Roundclear 88. Nicht schlecht. Ja, jetzt kommt wieder die Army. Ich krieg wirklich nur die Energy, die ich aus dem Level mitbringe, aus dem letzten. Die krieg ich wieder. Das ist echt nicht fair. Das ist gemein. Aber es spielt sich gar nicht so übel. Also, ich finde das witzig. Das gibt es wohl, glaube ich, auch auf anderen Systemen. Der Tom Maniac hat es gezeigt, auf dem PC, glaube ich. Weiß gar nicht mehr. Schon lange her. Es war ein ziemlich frühes Video von ihm. Er hat ja jetzt auch. Hat er ja in etwa angefangen, als ich angefangen habe, 2 Jahre oder so. Maniac ist ein super Typ übrigens. Der hat viel zu wenig Abos. Müsst ihr mal gucken. Was mir an seinen Videos gefällt, ist, er hat so seine... so eine besondere Art, sein inneres Kind rauszulassen, wenn er was spielt. Das gefällt mir wirklich. Ja, ich glaube aber, Leute wie wir, brauchen das auch. Ja, im Alltag ist so viel Kacke am Kochen. Muss man das mal rauslassen. Ja, jetzt bin ich mal mehr. Ein Fußgänger. So. Sieht gut aus. 69%. Ich bin nicht einmal getroffen worden, kann das sein? Nicht schlecht. Und das hängt natürlich viel davon ab, ja, dass man den Bullets ausweicht. Das Spiel ist relativ geizig mit Power-Ups. Da gab's mal einen. Nice. Hör auf, auf mich zu schießen. Dann seid ihr alle dem Tode geweiht. Niemand entkommt dem Zorn des Gaukodan. Ah ja, sowas gut. Das irritiert mich so ein bisschen. Der schreit, weil er jetzt mehr Power hat. Für mich hört sich das an wie ein Schmerzensschrei. Ah, ja. Oh, der Bomber. Der muss weg. Ja, was mache ich mit diesem Flugzeugträger? Das ist schwierig. Mit dem habe ich das letzte Mal mir die Zähne ausgebissen. Ah. Dann gucken wir mal in der Richtung, was es ist. Ja, ist auch einer. Na, super. Dann sind wir wesentlich voran, was sind. Ich muss mich wohl stückweise nähern.
Ah. Ja gut. War nicht so schlecht, ne? Ich habe meinen Highscore übertroffen, genau. Und ich denke, ich habe euch eine Viertelstunde ganz ordentlich unterhalten. Wenn euch das Video gefallen hat, bleibt bei mir, schaut meine anderen Videos. Bis zum nächsten Video bleibe ich, euer Alex, und ihr seid natürlich wie immer die Geilsten. Ciao! Hat dir dieses Video gefallen? Dann schau doch mal in die Videobeschreibung, dort findest du ganz oben einen Link zur Playlist mit englischen Videos. Außerdem würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und wenn du meinen Kanal abonnierst, sofern du das noch nicht getan hast, verpasst du auch nichts. Gibst du mir einen Daumen runter, dann schreib mir bitte wenigstens dazu, warum, damit ich mich verbessern kann. Du findest mich natürlich auch auf Facebook, dort poste ich alle meine Aktivitäten, nicht nur die Videos, sondern auch Veranstaltungen und anderes lustiges Zeugs. Ähnliches ist es auf Twitter. Dort findest du auch andere YouTuber, die ich kenne und empfehle. Und natürlich bin ich auf Google Plus, dort findest du alle meine Videos und ich bin dort auch in diversen Gruppen unterwegs. Also, man sieht, hört und liest sich. Vielen Dank fürs Zusehen.